Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, die vor allem das weibliche Geschlecht betrifft, sich im frühen Erwachsenenalter manifestiert und mit unterschiedlichen Symptomen einhergeht, die beeinträchtigend sind. Das können ganz unterschiedliche Symptome sein. Oftmals im Vordergrund für diejenigen sehr unerträglich sind so körpernahe Spannungszustände, die schwer selber zu reduzieren sind. Oftmals finden die Menschen heraus, dass selbstverletzendes Verhalten ihnen hier hilft, was aber natürlich mit verschiedenen negativen Konsequenzen behaftet ist. Wir haben eine Instabilität in verschiedenen Lebensbereichen, unter anderem im Selbstbild und in Beziehungen. Und wir haben insgesamt ein fast durchgängig sehr niedriges Selbstwertgefühl. Oftmals kommt es auch zu impulsivem Verhalten, was gerade im Beziehungskontext Probleme verursachen kann. Es gibt hier unterschiedliche Therapieverfahren, die sich als wirksam erwiesen haben, wobei wir noch nicht genau wissen, welches Therapieverfahren für welchen Patienten am besten geeignet ist. Am bewährtesten, am erprobtesten ist die dialektisch-behaviorale Therapie, entwickelt von Marsha Linehan, die interessanterweise selber darunter gelitten hatte. Das ist eine sehr auf Augenhöhe partnerschaftliche Therapieform, wo diejenigen bessere Lösungen finden, zum Beispiel für diese Spannungszustände, als sich selber zu verletzen. Sie lernen sogenannte Skills und sie lernen auch andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wesentlich sind und bei denen diejenigen, die darunter leiden, nicht die Möglichkeit hatten, die zu entwickeln.